Übersteuerungsalarm. Übersteuerungsalarm. Hallo Kuckuck und willkommen zurück zu Let's Play Schergenphobia. Das Spiel, ja, ich hab's schon wieder gesagt, die Schergenphobie, die gute alte bekannte Schergenphobie. Wo wir uns jetzt mal mit den Schergen ein paar Spinnen schnappen. Und selbst die Spinnenphobie existiert ja sowieso nicht. Da sollte ich mir also hier, da sollte ich also nicht irgendwie eine Warnmeldung an den Anfang packen. Ne? Achtung, könnte Spinnenphobiker triggern. Was sowieso dämlich wäre, denn ich kann nicht Rücksicht, niemand kann Rücksicht auf absolut jeden nehmen. Ne? Das ist ein Problem desjenigen, der ein Problem hat. So. Denn der Rest der Welt will sich weiterdrehen. So. So viel zur Problematik des Triggerns von Erinnerungen. Wir haben alle Schätze der Spinnen geplündert. Das ist eine feine Sache. Im Hauptsaal waren noch welche. Drei Kisten. Ob die noch da sind, wissen wir nicht. Schon mal weiter. Können wir weiterfahren? Können wir wieder runterfahren? Scheinen, ja, weiter hochfahren zu können. Dann werden wir das auch machen. Los, meine Spinnchen! Fliegt! Fliegt! Oh. Bitte ordnungsgemäß. Oh je. Da kam wieder welche zurück. Los, du bist mein Held! Mein Spinnenheld! Du bist der Spider-Man! Spider-Man! Und Pac-Man! So, sind wir wieder oben? Ja. Oh, wir können sogar noch höher. Wollen wir natürlich nicht. Ne, wollen wir nicht. Wie soll man das wollen, ne? Wollen tun, ne? Wollen wir nicht, ne? Ich war ja Quatsch, ne? Tja, da haben wir noch Kisten. Kisten und Fächer von George McQuaid. Ah, gut. Dann bekommen wir den restlichen Schergen auch noch ein paar Spinnen. Außer natürlich Joe! Joe bekommt wie immer gar nichts. Er ist immer der Letzte. Ja, ja, oder? Also. Hier, hol dir deine. Spinne, jetzt holt er sich die. Gut. Was wollen Spinnen mit Schätzen? Naja, vielleicht hat man diesen Tempel gebaut, die Schätze eingelagert und später kamen die Spinnen zu. Oder so wie gesagt wurde, die Elfen kontrollieren die Spinnen. Damit die Schätze oder so geschützt werden. Na. Ja, ich habe schon solche Kritiken gesehen. Ja, wir wollen die Spinnen mit den Schätzen. Und eine dieser Kritiken, die kam von mir. Machen wir mal hier weiter. Wir scheinen ja alles gefunden zu haben, denke ich. Gut, ich spinne ein. So, schick nochmal alle hoch. Leute, ich hoffe, ich gehe jetzt den richtigen Weg soweit. Das sieht ein bisschen verwirrender aus als sonst. Ja. Als ich sonst gewohnt bin. Was? Da ist gerade ein Grüner gestorben. Was? Was? Woran wurden die eingeklemmt? Woran sind die gestorben? Okay, dann schicken wir eben nicht alle hoch. Das war vielleicht eine schlechte Idee. Vielleicht nur eine kleine Auswahl. Oh, da kommen wieder welche runter. Ja, holt sie euch. Holt sie euch alle, schnappt sie euch. Komm und schnapp sie dir. Spinnen, Mann. Nee, nicht alle, Moment. Sagen wir mal zwei oder so. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Wegpunkt funktioniert, aber ich würde es einfach mal versuchen. Einigermaßen. Ich sag mal, einigermaßen funktioniert und die Kamera, die macht jetzt, was sie will. Pass auf. Pass auf, Leute, ich schmuck dich mal anders. Ich schick mal alle Grünen zurück, damit sie von den Spinnen absteigen. So, und dann hol ich. Ja, Moment, nee. Moment. Also, acht Schergen steigen auf. Ich ziehe weitere Schergen heraus. Wenn ich maximal 25 Schergen haben kann, wie viele Schergen habe ich gerade aus diesem Spawner geholt? Das wird eure Hausaufgabe für morgen. So, rüber, schnell. Kompliziert, kompliziert. So, oh, hier durch oder, oh, ja, hat noch so funktioniert. Und, oh, goddammit, no. Aber warum müssen die denn getötet werden?
Na gut, dann versuche ich es mal andersherum. Ich habe Zeit und vor allen Dingen viele Schergen. So, einer der Schergen ist gestorben. Wie viele Schergen habe ich jetzt? Entschuldigung. Hierdurch. Ich habe gerade viel zu viel Spaß. Spaß ist verboten hier! No! Wenn es noch ein zweiter Scherge gestorben wäre. Ja, versuchen wir es halt nochmal. Die kontrollieren sich leider wie warme Butter. Immer entgegen, immer in Richtung der Schwerkraft. Hey, was? Moment. Ich bekomme das von dem Timing irgendwie nicht hin. Also ich habe mir auch schon so gedacht, vielleicht von der rechten Seite her, aber irgendwie wollte das auch nicht so ganz. Ah, jetzt bin ich schon ein bisschen schneller. Jetzt ist aber schwierig so zu finden, wo ist denn jetzt der Schwerpunkt der Schergen, die ich hier kontrolliere. Aber jetzt geht's, ne? So. Ah, und wir haben es geschafft. Hoffe ich, denke ich. Oder stürzen wir wieder ab? Sterben wieder 25 Schergen? Ne. Gut. Da kommen die noch raus. Die restlichen holen sich ihren Spinnenlein ab. Und dann ist sie da bedient. Hat jetzt jeder was? Nee, nicht ganz. Oh, ich hätte schon gerne jeden auf einer Spinne gesehen. Gut genug. So, wollen wir mal sehen, was die Schergen, die Spinnenschergen noch so können. Da sehe ich was. Das ist ein Mana-Upgrade. Oh, dieses wertvolle, wichtige Mana in diesem Spiel. Zauber sind zu elementar hier. Wait, what? What, what, what? Ach so, Teleporter. Ja, das ist definitiv ein Teleporter. Der heilt uns nicht nur, mit dem können wir auch wieder zurück. Das ist schön. Habe ich gerade den Timer aus den Augen verloren oder haben wir schon wieder 15 Minuten überschritten? Das kann ich mir so nicht vorstellen. Nee, da nehme ich jetzt noch so lange auf, wie ich gedenke, dass es gesund wäre. Und ja, vielleicht wird das Überlänge. Dann habe ich auf jeden Fall wieder ein gesundes Timermaß. Ne? Los, meine Spinnchen! Gutes Spinnchen! Spinn dein Ding, du! Wieso habt ihr mir die Schätze nicht mitgenommen? Ah, euer Mana-Vorrat wurde erhöht. Das bedeutet noch mehr magisches Gemetzel. Mit diesen super praktischen Zaubern. Die Zauber in Overlord 1 waren irgendwie besser. So, was macht denn das hier? Natürlich! Ne, das kennt man ja, ne? Man möchte durch eine Tür gehen, aber bevor man durch diese Tür gehen kann, muss sie von einem entlegenen Ort aus geöffnet werden. Na, das ist ja bekannt und ich glaube, ich bin gerade an der Tür vorbeigelaufen. Ich glaube, ich muss mal backtracken. Ah, hier sind wir runtergestürzt. Angeblich gab es ja doch noch Schätze. Sind sie auch runtergestürzt? Ich glaube ja nicht. Ja, nee, gehen wir nochmal zurück. Da war nämlich eine Tür. Und hinter der Tür könnten sich tolle Secrets befinden. Und ich stehe auf Secrets. Solange sie sinnvoll sind. Glückwunsch, Sie haben Artworks freigeschaltet. Das wird Ihnen in Ihrem Abenteuer sehr, sehr helfen. Wo sind denn jetzt hier die Spinnen? Ich weiß, draußen waren Spinnen, aber wir haben ja schon gesehen, dass die Spinnen den Übergang nicht überlebt haben. Und, ne? Deswegen hätten wir jetzt auch hier keine Spinnen. Also, wo sind die Spinnen? Ich glaube, ich spinne. Moment. Wo ist das? Also das ist ein großer Kristall. Moment. Bleibt das aktiv? Bleibt aktiv. Radioaktiv! So, wer ist denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Mir ist keine solche Tür aufgefallen. Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht hingesehen. Das kann sein. Hier vielleicht? Oben? Ich weiß es nicht. Ach, da ist die Tür. Ja, natürlich. Mensch, die Nebelschwaden sind hier so dick, das sieht doch keiner. Moment mal, wenn dort ein Map-Übergang ist und hier direkt Schätze, dann könnte man sich hier richtig schön den Bauch mit Gold vollschlagen.
Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Lass das Gold schön liegen. Gold ist Gift für die Seele. So. So oder so. Mehr Schätze. Prima. Ich hoffe, die bleiben immer hier. So, großer Kristall, mit dem wir wahrscheinlich schmieden können. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir sonst noch so schmieden könnten. Wahrscheinlich die nächstbessere Rüstung. Warum nicht? Ich frage mich, was dann der nächstbessere Helm macht. Nicht verraten. Ich will es gar nicht wissen. Wir werden das gemeinsam erleben. Nicht spoilern. Nein, nein. Finger weg von der Tastatur. So, eigentlich können wir jetzt den Teleporter benutzen. Aber ich denke mir jetzt so, ja, Moment mal. Wir haben jetzt die Spinnen. Und wir haben mehrere Wege gesehen. Naja, mindestens einen. Ich kann mich jetzt nur noch an einen erinnern. Den man mit den Schergenspinnen öffnen kann. Und genau das werden wir jetzt mal versuchen. Ist ja ganz schön hier, ne? Aber wohin verschwindet das Wasser? Dass ich die noch gesehen habe. Oh, super. Die Grünen funktionieren immer noch genauso wie vorher. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht. 5, 6, 7, 8. Irgendwie so. Psst. Klamm heimlich. Kamm heimlich. Und es hat funktioniert. Der Kamm war heimlich genug. So, außerdem können wir die Grüne noch hier hochschicken. Damit sie uns tolle Schätze holen. Oh, ich hoffe, die Schätze bleiben immer da. Dann könnte ich mich immer schön aus diesem Dschungel bedienen. Sich aus den Städten zu bedienen, wird ja nicht so gut funktionieren. Denn ich bringe ja alle Leute um. Das heißt, da werden keine Schätze nachproduziert. Aber wer weiß, vielleicht hat es irgendeinen anderen positiven Effekt. Für uns, nicht für die Dorfgemeinde. So, da sind noch mehr Netze. Was war hinter dem Bambus? Ich sehe da noch eine Schatztruhe. Komm, nehmt das mal mit. Hinter dem Bambus waren da noch irgendwelche Secrets. Also sollten wir mal irgendwas übersehen, ich werde das dann auch wieder off-cam holen oder so. Je nachdem, wie es mich gerade dünkt. Aus dem Weg, garstiger Bambus! Genau, hier war quasi nichts weiter. Außer noch ein paar Schätze. Gold ist immer gut. Gold können wir sehr gut gebrauchen. Zum Schmieden. In erster Linie alles zum Schmieden. Denn was braucht ein Overlord an Reichtümern, wenn er sowieso alles mit Hand kontrolliert? Mit garstiger Hand, böser Hand, ihm gehört sowieso schon alles. Was soll er noch mit Reichtümern? Wenn er sowieso niemanden bezahlt, in seiner Bosartigkeit. Gold spielt dann keine Rolle mehr. Das ist genau das, was ich gerade machen wollte, ja. Nee. J. Nope. Nope. Okay, dann bleibt er einfach stehen und macht euer Ding. Das wird schon irgendwie funktionieren. Oh ja, die war grün. Die sind vernachlässigbar. So. Pass auf. Wegpunkt hier. 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Ich hoffe, das funktioniert an der Wand. Krieg ich die da rüber? Wieso kriege ich die nicht darüber? Moment. Noch höher vielleicht. Ha, nee, irgendwie nicht so. Moment, doch, hier rüber. Ja, das war ja offensichtlich. Aber wie auf die linke Seite? Ah, über denselben Weg. I see. Nehmen auch mal 5 mit. Dann klettern über das Tor. Kamera, please. Das macht Spaß. So. Auf in die Stadt von Immerlicht. Wir wollen das Fräulein doch nicht warten lassen. Ja, meine Primäraufgabe, das richtig. Habe ich gehört.
Halt die Fresse! Boah, hätte ich vorher gewusst, dass mir das passiert, wenn ich einem bösen Overlord diene, ja, dann hätte ich mich nicht für diesen Job als Mätresse bereitwillig erklärt. Tun. Bäh. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's erstmal für heute. Ich esse jetzt erstmal was. Und zwar lecker Spinnbeinchen. Die sind voll leckerer. Spinnbeinchen. Genau, Spinnbeinchen in Spinnbeinchen. Das ist wie der Pizzaburger, nur leckerer. Gut, also dann sollte euch das Spaß gemacht haben. Dann schaut auch in meine alten, aktuellen oder zukünftigen Videos hin, dann habt ihr mal was zu tun. Bis zum nächsten Mal.